Ja, moin zusammen. So, als erstes mal so ein kleiner Hinweis. Wir sind hier nochmal an dem Viertürer. Und zwar Gummidichtungen sind nicht euer Freund. Ja? Auch Gummidichtungen muss man auf beiden Seiten pflegen. Sonst geht das so wie hier richtig nach hinten los. Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, wie man hier ganz schön sehen kann, das Heck ist fertig und versiegelt. Ja, das, wie gesagt, kann man so alle paar Jahre, muss man das mal neu machen. Ja, ne, es arbeitet alles. Das Auto an sich arbeitet sowieso schon wie die Hölle. Also von daher war das mal wieder angebracht, da mal so ein bisschen zu pflegen, nachzusprühen, entrosten. Die Stoßstange ist auch neu lackiert. Ja, ich blende euch mal eben ein. Das war eine Heidenarbeit, den Lack darunter zu kriegen. Ja, unter die Gummidichtung packen wir jetzt keinen Wachs, sonst verklebt das richtig schön. Das ist Sprühfett. Als ein Etikett, das Etikett noch da war, konnte man es auch sehen. So. Den Überschuss kann man hinterher abfrühstücken. Als nächstes die diese Lippe hier, also dieser Steg, wandert mit der Zeit, die Tür geht auf, zu, wird immer wieder reingedrückt, ne? Der wandert irgendwann nach innen, dann dichtet eure Tür nicht mehr vernünftig ab. Auch das reparieren wir mal eben. Ja, das Fett kann sich jetzt auch hier in diese ganzen Falzen reinziehen. Da, wo das Wachs jetzt praktisch nicht hinkommen würde. Ne? So. Also wenn bei eurem Auto irgendwann mal Windgeräusche zunehmen sollten, ne? Fensterrahmen lassen irgendwann nach, Türdichtungen, diese Stege lassen irgendwann nach, die geben nach. Ist klar, ne? Die kriegen die ganze Zeit quasi einen auf die Mütze. Bei dem hier ist es mir aufgefallen, dass er irgendwann mal innen nach Diesel roch. Bei Rückenwind. Also wenn du irgendwo gestanden hast mit einem laufenden Motor, dann das irgendwann an zu stinken. So, Dichtung auch wieder drin. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die die Abdeckung für hier kriegen, weil jetzt wird das langsam wichtig, dass die da drauf kommt. So, dieses Teil hier verhindert im Grunde genommen, dass man ständig auf der Dichtung herumlatscht.
Allerdings muss die Bodenplatte natürlich erst da sein und es wird noch sauber gemacht. Ja. Die Schraubteile dafür sind eigentlich schon da. Ja, hier sind praktisch die Teile, wo die Schrauben reinkommen. Aber wie gesagt, das Teil muss erstmal sauber gemacht werden. So, nächster Schritt. Die Bodenplatte komplett reinigen, entrosten, das Stück schweißen. Vorher die Standheizung rausnehmen. Ja, die steht jetzt gerade im Weg. Ne? Eventuell die Löcher für die Standheizung zumachen und die Standheizung woanders hinbauen. So, das ist die andere Geschichte. Ja, so also ganz schlüssig bin ich noch nicht, wo die hin soll. Aber so klein wie die ist, kann die wohl auch hinter den Fahrersitz. Oder Beifahrersitz. Eigentlich irrelevant. Na, hinter den Fahrersitz wollte ich eigentlich die Batterie packen. Aber wie gesagt, so ganz schlüssig bin ich noch nicht. Also, ja, wie gesagt, dann bei solchen Aktionen muss man wirklich strukturiert vorgehen. Ja, als nächstes machen wir jetzt einfach die Bodenplatte sauber, entrosten die, schweißen die. Dann wird die versiegelt. Deswegen muss die Standheizung auch raus, der Tank genauso. Da kommt eine spezielle Entdröhnmasse drauf. Ist ein bisschen wie Isolierung, halt nur flüssig. Aber nur ein bisschen wie Isolierung. Ne? Nicht drauf festnageln, dass das eine Isolierung ist. Dann kommt ein Teppich rein. Ohne die Gummimatte, die bei Land Rover dafür bekannt ist, ewig nass zu sein. Das ist ein Quell ewigen Wassers. Wenn da einmal Wasser gezogen wurde, kommt das dann nie wieder raus. Naja, sowas gibt es, die ewige Quelle. Zumindest bei diesen Autos. Die Gummimatten, deswegen hat der Wagen hier auch gar keine Teppich. Ne? Der ist bis vorne hin nur Blech. Macht ihn zwar lauter, aber auch wesentlich weniger rostig. Gut. Ja, die Sitze müssen auch noch raus, weil das gleiche Isoliermaterial kommt da vorne auch rein. So ein paar Fahrgeräusche, da kann man drauf verzichten. Deswegen, und ein Solarpanel, was das Ganze auflädt, am liebsten eins, was ich nach draußen stellen kann. Weil, sonst musst du mit der Karre nämlich immer in der Sonne parken und gehst dann irgendwann ein bei 70 Grad im Innenraum und versuchst dann da drin zu pennen. Das funktioniert natürlich nicht. Auto unter den Baum und Solarpanel raus, schon besser. Ja, wir möchten ja alle nicht sterben. Ach so, auch noch ein Vorteil von diesem hier, von diesem Discovery, der hat eine Klimaanlage. Aber nein, ich möchte nicht die ganze Nacht mit eingeschalteter Klimaanlage irgendwo schlafen. Auch ungeil. Okay, dann melde ich mich mal wieder, wenn wir mit dem Boden anfangen. Jo, nächster Tag, wie man sieht, Sitze sind raus, Mittelkonsole ist raus. Ja. Erstmal den Boden komplett entrosten, auch hier, wo die Gurtaufnahmen durchgehen und sowas, alles in der Richtung. Einmal alles schön machen. Überall, wo so ein bisschen Pickelchen, wo der Sitz zum Beispiel befestigt wurde. Ja. Die Löcher. Hinterher wieder mit Fett zusammenbauen. Aber wie gesagt, ne, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass das alles so bleibt. Ergo, du musst immer dranbleiben. Ja. Ja, als nächstes die Ladefläche. Ach ne, erstmal da drüben alles entrosten, auch mit Rostschutz machen und meine Güte. Ja. Aber lohnt sich ja, ne? Nachhaltigkeit, kein Scherz. Ich praktiziere das wirklich, also ich sehe das so. Für mich braucht kein neues Auto gebaut werden, ich bleibe hier dran. Warum wollen die Blüten eigentlich immer rein? Ja, für mich braucht kein neues Auto gebaut werden. Ich bleib bei dem hier. Ja. So das ist. Ich muss gucken, beim Klimakasten, der ist irgendwo undicht. Da tropft Wasser raus. Auch das kriege ich noch in den Griff. Ja, super. Nee. Auch weniger als ich dachte, ne? Also ein paar Pickelchen, mehr nicht. Passt. Hallo. Ja,
wie man jetzt hier sieht, der Hohlraum ist auch komplett geflutet. Bis da hinten hin. Die A-Säule auf der Fahrerseite ist geflutet. Auf der B-Säule habe ich keinen Zugang, aber jetzt habe ich einen gefunden. Und zwar sitzt das da nicht so ganz genau. Sehr gut. Das bedeutet, ich nehme das Ding ab. Ah, passt rein, unglaublich gut. Ja, das reicht auch schon. Es fließt ja noch. Schön. Schön ist das. Sehr gut. Ja, Ladefläche gleich noch machen. Meine Scheibe ist kaputt und wie nennt man sie noch gleich? Politisch inkorrektes Gebäck. Ja, die Wissenden wissen jetzt Bescheid, was ich da benutzt habe. RFC, RFD, keine Ahnung. Irgendwie auf jeden Fall entlackt das sehr, sehr schnell. Es enthautet auch sehr schnell. Also Vorsicht bei den Dingern. Das sind keine Gummischeiben. Ich zeige jetzt mal meinen Finger nicht. Ja, einmal nicht aufgepasst, haut weg. Egal. Muss man durch. Tja. Gut. So ganz schlüssig bin ich mir noch nicht, ob ich hier, wie soll ich sagen, ob ich hier einen Teppich wieder reinlegen soll. Ich muss mir erstmal den Kasten hier angucken, weil die Klimaanlage hat hier und da das ein oder andere Problem. Und zwar haut die das Kondenswasser in den Innenraum. Das bedeutet, entweder ist der Abfluss dicht, das muss ich gleich mal unterm Auto gucken, oder irgendwas anderes. Standheizung ist schon draußen. Wollen wir die ganzen Löcher mal zumachen. Standheizung kommt woanders hin. Nochmal, das sind keine Kekse. Ja, die sind gefährlich, die Dinger. Ich zeige euch den Finger lieber nicht. Aber was Mut hat Mut, ne? Also entrosten wir den Scheiß jetzt auch noch. Oh, mittendrin in der Arbeit kam die Post. Was denn, fürs Cuttermesser hätte ich jetzt mindestens 3 Minuten laufen müssen. Ja, Gott, ist das schwer. Oh, meine Fresse. Alter Schwede. So. Wie an der Aufschrift sehr deutlich zu erkennen. Das ist eine Solarbatterie, eine AGM. 80 Amperestunden sollte reichen für alle Anwendungen in so einem Minicamper. Sollte ich die bei Amazon finden, werde ich euch verlinken.
ist auch, wenn ich mich nicht vollständig irre, ist die Lage unabhängig. Die kannst du auch hinlegen. Ne? Ach, wie schick. So. Kabel. Ja, ja, ich weiß. Leitungen. Ein Trennrelais. Sicherungshalter. Verteiler. Mit Sicherungskasten sozusagen. Batteriepol klemmen. Noch ein Halter. Ja, ja, hier sind die Sicherungen, Ringschuhe, alles dabei. Werde ich auch gucken, dass ich das verlinke. Und zwar, wenn der Motor läuft, möchte ich, dass die AGM-Batterie, diese hier, diese hier mitgeladen wird, also von der Lichtmaschine. Das bedeutet, den Kram verlegt man zur Batterie. Dann kommt das Trennrelais dazwischen. Das bedeutet, Motor läuft, Batterie wird mitgeladen. Über 13,2 Volt wird die andere Batterie mitgeladen, genau. Und dann, wenn der Motor abgestellt wird, ist nur noch die als Versorgungsbatterie online sozusagen. Und die Fahrzeugbatterie ist abgetrennt vom hinteren Aufbau. Es kommt noch eine Solaranlage dafür. Und dann, ja, kann die Solaranlage praktisch übernehmen, wenn der Wagen steht. Und wird ihn eigenermaßen vollhalten, hoffe ich. 130 Watt, mal gucken, wie es klappt. Ansonsten, zweite ist ja nicht das Thema. Gut, wollte ich euch mal eben zeigen. Aber jetzt kommen noch mehr Sachen. So. Solar-Camping-Dusche. Kennt, glaube ich, jeder. Ja, werde ich jetzt nicht großartig ausprobieren. Vor der Kamera. Ja, ja, ich weiß, schade. Die Campingdusche. Ja. Hier ist der Ausfluss, hier ist der Dingenskirchen, wie heißt er nochmal gleich? Ne, andersrum. Das ist rein, das ist raus. So. Den Schlauch werde ich ein bisschen verkürzen müssen, was oben am Auto hängt, dass man vernünftig duschen kann. Ja. Vor Gebrauch gründlich mit einem Esslöffel Soda und warmem Wasser durchspülen. Werden wir machen. Ja, Campingdusche war auf jeden Fall eine Voraussetzung, dass man sich mal abduschen kann. Das hier ist eine Spüle. Sehr platzsparend, mit Ausfluss. Kann man wieder zusammenstecken, dann hat sich das. Dass man aber eben so ein paar Sachen machen kann. Und dann kann man die wieder kleinpacken.
Dann ein faltbarer Wasserkanister. Es sind noch genug andere Wasserkanister da, aber den fand ich gut. Das sind 20 Liter. Auch sehr sparsam vom Platzverbrauch her. Campingkocher. Ah, hier ist der Halter von der Dusche. Campingkocher. Sieht man jetzt nicht, brennt aber trotzdem. Ja, sieht man sogar ein bisschen. Ja. So, ist für kleine Kartuschen gedacht. Ich habe keinen Bock, hier eine Gasflasche reinzubauen. Ne? Und gesichert wird das alles wieder hier. Das ist praktisch so ein Abstandshalter, dass die Töpfe nicht über der Gasflasche hängen. Wenn man die Gasflasche jetzt wieder entsichert, kann man die auch, und darauf habe ich Wert gelegt, dass man die praktisch angebrochen wieder rausnehmen kann, ohne dass was passiert. Praktisch zugemacht. Jetzt ist sie wieder an, drin, und da ist sie wieder an. Finde ich gut, das Ding. Hat ein Apfel und ein Ei gekostet. So. Die grünen Dinger. Wahrhaftig Stühle. Kommen wir wieder. So. Wenn man das Ganze auspackt, aus der Hülle rauszieht. Man diesen wunderschönen Stuhl. Jetzt probieren wir das aus. Ich wiege etwas über 100 Kilo. Ja, das geht. Schön hier. Okay. Super Ding. Für 9,99 Euro. Restpostenladen. Ich guck mal, ob ich sie bei Amazon finde. Kann ich aber nicht garantieren, dann verlinke ich euch das alles. So, die ganzen Ecken sind auch alle entrostet. Hier ganz runter. So, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Wir haben hier ein Fahrzeug. Das hier alles, was ihr hier seht, bis da vorne hin, trägt nichts. Na gut, das da vorne trägt Sitze. Aber hier hinten, das trägt gar nichts. Ja. Das bedeutet, wir werden jetzt an dieser Stelle nicht schweißen. Warum ist das so? Erstmal, Tank ist da drunter. Bremsen, ja gut, der ist da drunter. Bremsleitungen sind da drunter. Leitungen, also ne, Stromkabel sind da drunter. Da vorne sind auch nochmal Bremsleitungen. Da drunter. Das weiß ich definitiv, weil ich habe schon mal in einen reingeflext, als ich so einen Boden neu gemacht habe. Wir werden kleben. Ja, hier werde ich kleben, weil ich nicht weiß, ob ich die Standheizung da mal wieder hinbaue. Abgesehen davon, Karosseriekleber kommt mit der Festigkeit durchaus in die Nähe von Schweißarbeiten. Also von daher kann man das durchaus mal machen. Rosten wird das nicht mehr. Ja, wie gesagt, das Zeug ist da drauf. Der Rost ist komplett weggefräst. Da ist diese Scheibe wirklich gut. Da ist nicht mal mehr eine Pore da. Ja, und dann wird das jetzt geklebt mit kleinen Blechteilen. Hier kommen die originalen Stopfen wieder rein. Die habe ich Gott sei Dank noch da gehabt. Na, gehst du da jetzt rein? Ich kann mit links echt gar nichts, ne? Ach, meine Güte. Sorry. Hab man jetzt nicht so richtig gut gesehen, ne? Egal, ist drin. So, der ist original.
Der Stopfen hier ist auch original, aber wir kleben einfach ein Blech drüber. Ist einfacher, dann ist alles gleich zu. Das hier brauchen wir auch nicht. Ja. Hier auch alles komplett entrostet, schön in die Fugen reinsickern lassen, den Rostschutz. Ja, zum Rostschutz nochmal. Kleinen Moment. Ja, nennt man Löwe, sieht man nicht mehr so gut, ne? Rostprimer. Blei- und chromatfrei, Höhe für Füllkraft. Ne? Du kannst das überlackieren und den Pinsel zur Seite legen hier. So. Du brauchst also nur losen Rost runternehmen und dann kannst du das da drüber schmieren. Ja, ne? Jetzt sieht man das relativ gut. Ansonsten nochmal einfach zurück und stoppen. Ist wirklich gut, das Zeug. Also der Wagen hat jetzt 4 Jahre hinter sich, wirklich härteste Beanspruchung und hält sich echt in Grenzen. Das habe ich damals nicht gemacht. Ne? Also ne? Die Löcher, die habe ich, habe irgendwann die Schnauze voll gehabt. Ich habe den Wagen in drei Wochen komplett durchrestauriert. Ja, das Video ist auch zu finden auf meinem Kanal. Also ich habe den wirklich durchgeprügelt in 3 Wochen. Jeden Tag 18 Stunden an dem Ding gearbeitet. Warum habe ich das gemacht? Weil ich mein Versprechen gegeben habe. So blöd kann auch nur ich sein. Ich habe der Vorbesitzerin, die hat mir den für 850 Euro gegeben. Der gehörte dem Vater. Erste Hand der Wagen übrigens. 58.000 Euro hat er gekostet neu. Mit Klimaanlage und Ausstellfenstern, 2 Schiebedächern. Sieht man da oben. Automatikgetriebe und als 300 TDI. 58.000 Euro hat er gekostet. Der war in Syrien unterwegs, der war in Israel unterwegs, im Irak unterwegs. Der hat Reisen gemacht mit dem Auto. Und dann ist er irgendwann gestorben. Sie hat den Wagen übernommen. Der Wagen kommt aus der Gegend von Frankfurt. Und da war natürlich Essig mit der Einführung der grünen Plakette. Mit dem Wagen überhaupt mal wieder in die Stadt zu fahren oder so. Ja, dann hat sie ihn irgendwann mal ins Netz gesetzt. Alle, die sich gemeldet haben, wollten ihn nur schlachten. Und deshalb gibt es auch nur noch um die 20 Discoveries. Laut Kraftfahrtbundesamt. 23. Stand letztes Jahr. Die sind alle von Defender-Fahrern, sind die geschlachtet worden. Weil dieses Auto hat genau die gleiche Technik wie ein Land Rover Defender. Also Achsen, Motor, Getriebe. Ja, hier Automatikgetriebe. Das Verteilergetriebe ist ein bisschen länger übersetzt für Autobahntauglichkeit. Ja, die sind alle über den Jordan gegangen. A, weil die Leute nicht in der Lage sind, ein Auto zu schweißen. B, weil Defender-Fahrer ganz oft keine Motoren reparieren, sondern lieber andere Autos auseinanderrupfen. Da ist so ein komischer Reiseblogger, irgendwie was mit Sunnyside oder sowas anders in der Richtung. Da habe ich einen Hals gekriegt. Sein Motor ist kaputt, müsste überholt werden, kauft sich ein Discovery, schlachtet das Ding, holt den Motor da raus und überholt den Motor. Da bin ich ganz, ganz kurz aus der Wurstbelle gefahren und wollte sehr viele böse Kommentare schreiben. Aber bringt ja nichts. Solche Leute sind nicht nur auf einem Gebiet inkompetent. Ja. Gut. Nee, ich stehe der Autovernichtung, der absichtlichen Autovernichtung nicht besonders positiv gegenüber. Das wisst ihr ja von mir. Ja? Einfach mal durchziehen, reparieren und dann fährt das Ding auch. Der hier fährt seit 4 Jahren. Gut, das mit der Unterdruckpumpe, dass die Nockenwelle kaputt gehauen hat, geschenkt. Ja? Da kommt da eben ein anderer Motor rein. Der andere Motor, der jetzt hier drin war, wo die Nockenwelle blockiert war, der geht in die Überholung, da wird ein 2,8 Liter TGV draus. Ja, der Motor wird immer noch produziert in Brasilien für Baumaschinen. Und ja, der Grundblock ist der gleiche, deswegen machen wir das. Wird dann so, ich glaube 160 PS oder sowas in der Richtung mit dem VTG-Lader. Kann man schon mal mit, kann man ein bisschen mit anfangen, das geht. 800 Kilo Zuladung hat der Wagen.
Lässt sich ohne Umbau aber auch auflasten auf 3,5 Tonnen. Leergewicht sind 2 Tonnen, knapp unter 2 Tonnen. Also du kannst über eine Tonne zuladen bei dem Auto. Ja, das wollen wir diesmal nicht. Wir wollen diesmal, ne, ihr seht schon, die Gurte sind alle raus. Da muss ich die Verkleidung noch ein bisschen wegschneiden, dass dieser Buckel da rauskommt, weil ich brauche das da gerade. Andere Seite ist das relativ irrelevant, kommt aber auch weg. Je mehr Innenbreite, umso besser. Außerdem ist hier hinter der Verkleidung, habt ihr bei dem Grünen schon gesehen, dieses praktische Teil, wo man viel befestigen kann. Und hier sieht man die Schrauben vom Seitenteil. Hier kann man das Seitenteil losschrauben. Einmal da, dann geht das da hoch. Da oben sind, glaube ich, auch noch welche. Und dann ist das hier geschraubt. Ja, ich habe es das letzte Mal rausgebohrt, weil ich dachte, okay, ich spaße dir. Weil die ganze Dichtmasse, die da dazwischen sitzt, die musst du auch wieder komplett ersetzen. Ne? Alles freimachen, ersetzen. Das ist tierische Arbeit. Egal. Manchmal greift man halt ins Klo, ne? Gut. Ja. Ach so, ich wollte noch mal eben gucken, wie viel Innenbreite der Wagen überhaupt hat. So, Innenbreite. ,59 m, also ich würde mal sagen, wenn die Verkleidung hier weg ist, 1,60 m. Ja, das geht. So, das übliche kleine Doppelbett ist 1,40, ne? Ja. Das werden wir wohl klappbar rasieren. Realisieren müssen. Das bedeutet, auf der Seite kommt sozusagen eine Schlafcouch hin, die klappbar ist. Auf dieser Seite. Dass man hier noch sitzen kann. Auf der Seite kommt so eine Art Küchenblock, Schreibtisch, Dingens, Schrank. Ja. Die Batterie habe ich auch extrem klein gewählt, aber mit genug Leistung. 75 Amperestunden hat die, glaube ich. Nochmal gucken wir eben schnell. Nicht, dass ich irgendwie Blödsinn erzähle. 80 Amperestunden. Sogar noch 5 mehr. Relativ klein gewählt, dass man die auch irgendwo mal unterkriegt. Ne? Geladen werden muss das Ding ja auch. Nicht, dass sich da die Sonne den Wolf schrubbt und da kommt nichts an. Und wird nicht voll. Das wäre ja blöd. Ja. Ne, sieht insgesamt relativ gut aus und wir sind noch relativ weit gekommen. Ich denke, spätestens morgen werde ich den Innenraum eigenermaßen fertiggestellt haben. Und dann werde ich mit dem Innenausbau anfangen. Karosseriebau ist auf ewig auch jetzt nicht unbedingt witzig. Die Bodenplatte liegt da schon. Restholz übrigens, Verwertung, machen wir auch. Ja, alles, was hier noch von alten Anhängern oder sowas in Richtung rumliegt, das wird der Innenausbau. Das sind, wie man hier sieht, Siebdruckplatten. Stabiler wird es nicht gehen. Ja, wiegt vielleicht ein bisschen mehr, aber wie gesagt, ich habe 800 Kilo Zuladung. Ich selber wiege um die 100. Ich habe auch noch 700 Kilo Luft. Und der Wagen verbraucht ohne Anhänger ungefähr 7,5 bis 8 Liter. Mit einem 3,5 Tonnen Anhänger hinten dran 11 Liter. Ihr könnt euch jetzt ungefähr ausrechnen, was der Wagen mit ein bisschen Beladung verbraucht. Also lass es 9 Liter sein, dann ist auch okay. Ne? So schlimm wird das alles nicht. Okay, gut. Ich denke, für heute kommen wir zum Ende. Das da ist kein adäquater Sonnenuntergang, aber sehr viel Grün und da oben ist auch die Sonne. Nochmal ein Gruß an Werner, ne, Werner Kalander, in jedem Video unter den in den Kommentaren zu finden. Der hat sich das letzte Mal amüsiert, Sonnenuntergang auf dem Weg. Auch hier, Sonnenuntergang auf dem Weg. Ich muss das Video auch mal irgendwann fertig kriegen. Ne? Okay, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video.